Jo, was geht denn ab? Wer bist du und was willst du hier? Ich bin Geheimagent und hab was... Ich bin nicht interessiert. Doch bitte warten Sie, ich hab da noch eine Info, von der Sie ganz bestimmt was wissen wollen. Das seh ich nicht so. Doch auf jeden Fall, und dieser Spinner nennt sich Spliff. Der erzählt, dass sie klauen und sie seien immer nur bekifft. Und er meint, sie wär ne Transe und nimmt das als ne Punchline. Der ist doch voll frech. Und ich bin immer noch gelangweilt. Wir müssen handeln, was machen wir denn jetzt? Ich wollte eigentlich noch ein Puffen dann ins Bett. Aber das können sie doch nicht tun, wenn sie so einen Typ voll beleidigt hat. Irgendwas gegen meine Mutter? Nein. Schwein gehabt. Doch er behauptet noch, sie würden schlechte Hooks singen. Kurwa, das konnte ich nicht aus, das ist ja Unsinn. Er nennt sie den dümmsten Verbrecher der Welt. Aber bei solchen Beats ist das dümmste Verbrechen er selbst. Nach der Runde war ich enttäuscht von dir. Jag wen du willst, auch bei mir gibt es nichts zu kompensieren. Oh nein. Kann ja sein, dass du zu wenig hast. Doch du kriegst nichts von meinem Penis ab. Deine Runde, die war leider hammer scheiße. Komm, ich zeig dir, wie das geht auf meine eigene Art und Weise. Und von wegen, ich hätte ins Internet gekackt. Nette Line, das hätte ich nicht von dir gedacht. Und überhaupt, ist ja krass, der hat Konzept in seinen Runden. Ist ja wirklich cool und ist ganz nett zum einmal gucken. Aber wieso sagst du denn bitte, ich wäre 14 Jahre alt? Auf welchem Planeten hat man mit 14 denn schon Haarausfall? Und was hat dieser Penner gegen Schweine? Die sind doch hammer süß, aber im Keller hab ich keine. Und komm mir nicht mit Stimme verstellen. Ich hab das Thema satt, so hört es sich nun mal an, wenn man keinen Bock auf seinen Gegner hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ziemlich scheiße ist, denn ich kann rappen und singen und der kann beides nicht. Also wer von uns geht dann bitte ins Viertel rein? Natürlich ich, nur hab ich diesmal keinen Spliff dabei. Nach der Runde war ich enttäuscht von dir. Jag wen du willst, auch bei mir gibt es nichts zu kompensieren. Oh nein, kann ja sein, dass du zu wenig hast. Doch du kriegst nichts von meinem Penis ab. Hey Spliff, lauf doch nicht gleich weg. Fühl dich wie zu Hause, das ist das Outfit, das du kennst. Und schön, dass du mich nochmal an das VCB erinnert hast. Wo war A-Pro? Habt ihr dann gar nicht mitgemacht? Naja, egal, lief wohl nicht so wie du wolltest, Kleiner. Und pack die Schere weg, für mich brauchst du einen Bolzenschneider. Das ist kein Blut, das ist Farbe, du Sau. Die hab ich gerade geklaut, ich mein im Laden gekauft. Und ja, die ist so lecker, wie sie aussieht. Und noch ne Überraschung, gefesselt bin ich auch nicht. Du hast mein Handy, ist ja geil. Kannst du behalten, denn ich hab deins. Spaß beiseite, was stört dich an meiner Aussprache? Du scheiß Nazi, wär ich schwarz, wär ist die Hautfarbe? Was machst du mit meinem Schwanz? Hast du ihn aufgehängt? In den Mund genommen oder gleich deiner Frau geschenkt? Oh. Nach der Runde war ich enttäuscht von dir. Jag wen du willst, auch bei mir gibt es nichts zu kompensieren. Oh nein, kann ja sein, dass du zu wenig hast. Doch du kriegst nichts von meinem Penis ab.